Guten Morgen zu Tag 20. Die Shooting Range ist fertig. Das hat jetzt andere Ziele, man kann die hin und her bewegen lassen und so weiter. Es gibt noch eine dritte Stufe und ich gehe sehr stark davon aus, dass wir die dritte Stufe... Oh! Das ist neu, oder? Wenn wir das Ding aufstufen würden, gibt es Combat Skills plus 10%. Da hätte ich das viel früher gepusht. Ah, Gott, okay. 1, 2, 3. Habe ich gerade getan? Ich habe gerade einen Capture abgebrochen, ne? Huh? Strike Cigarettes. Gut, dass ich nicht dafür jetzt irgendwie blockt werde vom Markt für eine Weile. Okay, das heißt, Power Cords werden jetzt noch länger teuer. War es genug? War genug. Okay, dann brauchen wir noch drei von denen hier. Ich baller da jetzt einfach durch. Kostet zwar ein bisschen, aber jede Sekunde. Nein, jede Sekunde ist nicht wichtig, aber ich bin jetzt gerade grumpig, weil ich nicht drauf gekommen bin, dass es auch Skill Gain geben könnte. Dass mir jetzt durch die Lappen geht. So. Gib mir die letzten Kabel. Upgrade. So, nochmal 24 Stunden. Menno. Weapon Rack. Wir könnten jetzt Weapon Rack Stufe 2 machen. Aber dafür müsste ich aber nochmal mehr Zeug kaufen. Da bin ich gerade nicht so motiviert. Die Kabel gerade würde ich auch gerne selber herstellen. Und das Weapon Rack scheint keinen Bonus zu geben auf Stufe 2. Das ist gut zu wissen. Ja. Ja, und die Hall of Fame auch noch. Also ich habe gerade wieder ein bisschen Geld, aber ich will nicht alles ausgeben. Ja, das wäre fast 1 Million, so teuer wie die Sachen inzwischen sind. Was auch ginge, ja. Egal, Scav Case ist zurück. Die können wir zum ersten Mal abholen. Und wir kriegen Ramsch. Ich glaube, die kostet 20.000. Oh, BP. BPGZH. Ich kenne mich mit den ganzen 39 mm Dingern da nicht aus. Den ganzen russischen Kaliber. Wo ist der jetzt gelandet? Da. Unload. Doch, das ist gut. Ich nutze es nicht, aber es ist gut. Und ich kann es auch nicht verkaufen, weil es zu gut ist, ne? Richtig. Also ja, man macht nicht immer Gewinn damit. Aber es gibt halt teilweise praktische Sachen. Und im Medien, also im Durchschnitt, sollte es... Das ist nicht das Gleiche. Sorry. Es sollte im Endeffekt mehr Geld rauskommen, als man reinsteckt. Okay, Bitcoin Farm hat bald den nächsten, den ich ausspucken kann. Ich sollte mehr Grafikkarten kaufen, ja. Oh, also nochmal hochgegangen. Ja, wenn man früh mehr Geld hat, ist das praktisch. Dann kann man später noch mehr Geld machen. Das könnte ein Vergleich sein zu irgendwas in Real Life, aber ich will nicht näher darauf eingehen. Das wollten sie bestimmt damit aussagen, ne? Das Ganze ist hier eine riesige Sozialkritik und... Kein Looter-Shooter. Okay, genug Palaver. Ich gehe jetzt Quests machen. Wir sehen uns gleich irgendwo in einem Raid oder in einem Nachtrag. Weil ich was vergessen habe. Ja, doch Nachtrag. Ich habe ganz vergessen, gestern erstmal einen Abschlussbericht zu machen. Ich habe gestern so viel gemacht. Es ist irgendwann alles untergegangen. Und ich habe den letzten Marker ja noch gesetzt. Das kann ich jetzt hier kurz einblenden. Das können wir also abgeben. Rig Games now available, Quest Samples is now available. Warum werden die bei denen available, weil sie was gemacht hat? Okay, Rig Game, wir brauchen... ja, dieselben Container. Das ist dieselben Container? Pier, Cottage, Hedge Resort. Ja, dieselben Container nochmal alle markieren. Und für Prepper haben wir Elimination Quest gemacht, ja. Und für Peacekeeper hätte gerne Drogen. Habe ich alle? Nein. Das R-B-TG fehlt. Aber das ist... Ding nicht, dass man es herstellen kann. Das ist wieder so eine Sache, die... Also am einfachsten würde man es wahrscheinlich in Labs bekommen.
Aber ich habe so schlechte Erfahrungen mit Labs gemacht bisher. So. Man kriegt manche von den Sticks auch von ihren Quests. So kann man hier unten nochmal schön gucken, ob da irgendwo was bei ist. Nee. Ja, einfach schön ihre Quests rein weitermachen, dann kriegt man ein paar von den Sticks auch zusammen. Okay, also haben wir da neue Ziele, Marker setzen. Das werde ich wahrscheinlich verbinden mit anderen Quests da oben. Wie die hier. Und das war's schon, ne? Ja. Okay, ich verbinde es mit anderen Quests wie die da oben. Und schau dann. Nee, immer noch nicht. Ah, ich will immer weiter blenden und so. Ich habe auch noch eine neue Scuffbox bekommen. Also gecraftet. Und ich habe jetzt angefangen, also die habe ich dann jetzt, ich habe Bild umbenannt zu Bild und Energy. Da sind jetzt halt die Building Materials und die Energy Sachen drin. Die neueste Kiste, die ich bekomme, habe ich Tools und Others genannt. Und jetzt bin ich gerade dabei, auseinander zu dröseln, was halt hier in einer Kiste ist. Und das muss dann alles darüber, weil es Tools sind. Das heißt, die Einer- und Zweier-Kisten werden ziemlich leer werden. Und dann benenne ich die um zu den restlichen Kategorien, die es noch gibt. Also Flammable müsste das hier sein und Household sind die hier dazwischen. Magnet gehört da gar nicht rein, du gehörst da rein. Intelligence gibt es auch noch und Valuable auch. Also wahrscheinlich wird eins Intelligence und Valuable und das andere wird Flammable und Household. Und die Medical Sachen gehören eigentlich gar nicht rein, sondern hier irgendwo mit rein. Und dann sollte ich alle meine haben. Es sind wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scuff-Kisten. Genau, wie bei dem vorletzten Wipe auch. Das hat eigentlich ganz gut gepasst so. Was ich jetzt noch bräuchte, wären wesentlich mehr Docks Cases, um die ganzen Schlüssel mal einzusortieren. Nach den Zonen. Wobei die meisten davon auch eigentlich weg. dann die Weapon Case. Da warte ich immer noch darauf, dass mein Treibstoff verbraucht wird. Und sonst geht es. Es sieht immer noch alles sehr unordentlich aus. Aber sobald die Weapon Case zum Beispiel da ist, können wir auch die ganzen Waffenteile da reintun. Die Waffen selber können wir hier in den Weapon Rack reintun. Vor allem, wenn ich die noch bald aufstufe. Dann sollte es ja nochmal Platz haben. Oh, ich habe mich übrigens auch überwunden und habe die Hall of Fame angefangen aufzustufen. Das hat mich fast 2 Millionen gekostet. Die Hall of Fame und die restlichen Teile für das andere Ding. Weil es scheint, da ja so viele Leute jetzt, also alle Leute, die ganzen Versicherungssachen zurückbekommen haben auf einen Schwung von den letzten fast 3 Wochen, ist ein wenig mehr Geld im Umlauf und deswegen sind die Sachen wesentlich teurer. Ich versuche jetzt auch ein bisschen was zu verkaufen, bisher nur mit mäßigem Erfolg, weil ich halt das meiste Zeug, was man gerade braucht, gerade verkraftet habe, also verbaut habe. Aber ja, das wäre zumindest eine Erklärung, warum ich so viel Geld ausgeben musste. Meh. Aber dafür sind wir bald durch mit allen Gebäuden. Auf, wie geht's? Wir sind in... Wow. Oh, ich hasse diesen Bug. Wir sind in Shoreline. Wir müssen 3 Marker setzen. Wir müssen zu dem Pool im Underground. Und wir müssen zu 306. Schlüssel habe ich dabei, ne? Ja, W306. Okay. Also, im Dorf kann was spawnen. Ich könnte gleich durchrushen. Das ist eigentlich schon zu spät dafür, ne? Ich probier's mal. Ich könnte jetzt durchrushen direkt bis zum Dock. Und hoffen, dass ich wieder rauskomme, bevor Spieler dahin wollen, um rauszukommen. Idealerweise ist es nicht. Idealerweise ist es nicht aktiv. Das könnte ich gleich mal checken. Das von hier aus sehen? Nicht wirklich. Vor mir sollte kein Spieler sein. Der einzige andere Spieler ist auf der anderen Seite vom Dock. Links von mir sind definitiv... links von mir sind definitiv andere Spieler. Und hinten links beim Dorf sind auch ganz viele Spawnpunkte. Deswegen war mein Zögern gerade nicht gut. Ich hätte einfach sofort lossprinten sollen.
Bouncing Dogs. Ich habe gerade Schüsse im Norden gehört. Das wird schon das Resort gewesen sein. Ich glaube, es ist nicht aktiv. Das ist gut. Es ist aktiv. Ich sehe da Rauch. Mist. Okay. Colleagues Part 1, okay. Muss ich den Regeln das. Ah, genau. Mal wieder gedrückt halten. Lalala. Colleagues war die Leichen ablaufen. Da sollten wir auch noch welche haben, ebenfalls in der Villa. Und halt auch beim Resort. Das sind, wie gesagt, die drei selben Spots immer und immer wieder hier. So, das war für Rigged Game. Wo wir hier sind, checken wir mal ganz kurz die Tresore. Auch wenn das dann meistens das Todesurteil ist, weil ja andere Spieler auch hierher wollen. Alter Falter, okay. Wenn ich nachladen muss, drop das Magazin. Genau so. Ich habe primär nur nach einer Grafikkarte geguckt. Und im Tresor halt sowas wie die Sachen, die ich in die in den Pouch stecken konnte. So, für Protokoll, Rauch war an. Das heißt, wir müssen jetzt hier weg. Das war Step 1 von... Step 1 von 5. Nächster Halt Villa. Den ganzen Weg wieder zurück. Da vorne ist die Villa. Keine weiteren Schüsse gehört. Bisschen weird, aber okay. Hier stark davon aus, dass noch NPC-Scuffs da sind. Hat er mich gehört? Wenn er plötzlich leise wird, ist es meistens, dass er mich gehört hat.
gehe mit dem großen Bogen rum, ist okay. Also oben scheint irgendein Sniper zu sein. Eventuell ist der vor dem Sniper weggelaufen, ich habe keine Ahnung. Noch mehr Party? Aber das ist eher Richtung Resort, oder? Mhm. So, hier vorne ist der Tisch, den ich markieren muss. Und da hinten irgendwo liegen Leichen. Quest mit Leichen nicht ganz vergessen. Also wir machen jetzt 4 Quests. Vielleicht muss ich nur dran vorbeilaufen. Hier. So. Wir haben jetzt 2 Marker, 2 Leichen. Wir müssen jetzt noch beim Resort selber. Da sind auch noch Leichen. Und da sich 15 Sekunden hinhocken, wird super ungemütlich. Eventuell gehe ich zuerst, wir gehen von der Westseite rein ins Resort. Ich gehe zuerst runter zu dem Pool, weil da muss man nichts mitnehmen. Und dann in den Raum und dann mit dem Questgegenstand dahin knien. Aber ja, sonst muss ich zu viel Zickzack laufen. So, neue Schmerzmittel. Und natürlich, ne, wenn man keinen Rucksack mitnehmen, weil man unter, also bei Normalgewicht sein will, um notfalls auch kämpfen zu können, genau dann findet man den ganzen guten Looter. Also vorhin in den Docks. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir haben noch mehr als genug Zeit. Sehr schön. Okay, komm. Problem mit der Westseite, was ich besonders habe oder fühle, ist, dass hier mehr Leute raus wollen als auf jeder anderen Seite und die kommen dann genau entgegen. Und sowohl oben auf dem Dach als auch hier in den Büschen hockten früher ganz gerne welche. Okay, so im Busche hocken ist jetzt schwieriger wegen Schnee und so, aber. Soweit, so gut. Irgendwo, genau. Einfach durchwuseln, dann kommt der Pool. Ne, hier. Durchbruch, genau. Blub. Hier drin hat er gearbeitet. Okay, das war die ganze Quest. Jetzt müssen wir hoch zu 306.
Also backtrack ich wieder und gehe dann das Treppenhaus hoch und hoffe, dass die Zahlen hier auf der richtigen Seite starten. Das habe ich mir nämlich nicht gemerkt. Eins. Eins ist gut. Das heißt, hier ist dann nachher auch 301 oben. 227. Machen Sie so ein Schlangenmuster? Also von unten geht es 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Dann geht es hoch und dann geht es damit 16, 17, 18, 19, 20 weiter. Nein. Okay, also wir sind auf der falschen Seite. Dann jetzt eine Etage hoch und genau hier drüber müsste es dann sein. Saft. Wobei wir sind einigermaßen gut drauf. Ich nehme nochmal Schmerzmittel, überschreibe die Schmerzmittel und trinke dann den Saft der Tee und in den Folie wieder mit. Ha? Achso. Wobei doch die Lampen sind teuer, ne? Die braucht man für die ganzen Upgrades jetzt. Bitte. Bandage weg. Dich dahin. Dich noch mit. So, letzter Doppelhalt. Genau vor der Haustür. Also vor der Haupttür. Eine Leiche ablaufen und dann 15 Sekunden. AKA eine Viertelewigkeit. Hocken. Ich müsste hier eigentlich irgendwie raus. Da ist er. Achtung, laut. So, die Leichen waren beim... Okay, erstmal hier. Die Leichen sind beim Helikopter. 10. 5. Okay. Sehr gut. Wo kann ich raus? Customs? Road to Customs, ja. Da ist ein sicherer Ausgang. Ja. Nicht sehr eventreich, was Spielerkontakt war. Das einzige war da bei der Villa. Aber daran bin ich gut.
Ich bin gut im Wuseln. Ich weiß, wo Spieler langlaufen. Ich weiß, wo sie starten. Ich weiß, wo sie hinwollen. Wuseln ist gut, wenn man Quests erfüllen will. Entsprechend wusel ich jetzt mal nach Road to Customs und wir sehen uns dann hoffentlich im Hideout, wenn ich draußen bin.